Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, Schmuggler bzw. Schurke. Wir machen weiter mit dem Wachlager. Da gehen wir auch direkt mal hin. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Und in der letzten Folge ja geöffnet. Das heißt, öffnen lassen von unserem Volltrottel, der sich einsetzt von uns. Oh fuck. Ja, es war klar. Es war klar. Ich hab's noch gesehen. Ich hätte nicht stoppen so schlimm, können. Wie es aussieht. Die hat mich so oder so entdeckt, wahrscheinlich. Oh, 20 Gegner. 20 Gegner besiegen. Machen wir das? 15 KEP. Nee, dich besiege ich auf gar keinen Fall da oben. Zack. Voll auf die Rübe. Zack. Und nochmal hier die Blaster in die Rübe. 6, 7. Okay, das geht eigentlich schnell. Hab schon fast die Hälfte. Ist aber doof, dass man die Attacke nicht gezielt setzen kann. So, dass er die immer unter sich platziert. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich finde, funktioniert, das nervt einfach nur. Das macht diese geile Funktion leider so kaputt. Also ich kann da nicht irgendwie einstellen, wo ich das hinsetzen soll oder irgendwie platzieren, sondern der setzt das immer automatisch direkt unter sich. Was ein bisschen doof ist. Und ich glaube, man kann das auch nicht umstellen. Ich melde mich, wenn ich was erreicht habe. Mit war das gerade schon 5. Grades? Oh. Egal, dann Runde 5. Grades sind doch noch mit. 12 von 20, aber hier sind noch keine weiteren Gegner. Da sind weitere Gegner. Jetzt dann wir die einfach mal alle. Könnt ihr uns alle zumindest mal nicht nerven. Wenn ich das jetzt setze, dann setzt es automatisch direkt unter sich. Das nervt halt voll, weil man halt so immer direkt an den Gegnern dran stehen muss. Ansonsten setzt man sich jetzt halt unter sich selber, was natürlich Schwachsinn ist. Ich habe genau 20 Gegner, weil ich den hier noch mitnehme. Gut, das war jetzt dumm, das hier zu setzen. Diese Druiden, die können ja Tarnung erkennen, das ist ein bisschen nervig. Dadurch wurde ich jetzt nämlich gerade so schön entdeckt. Also ihr könnt euch nicht überall durchschleichen, wo ihr wollt. Vergiss nochmal Gegner. Egal, aber ich stelle jetzt nicht. Das Gespräch startet nämlich jetzt hier schon automatisch. Oh, haltet den Kopf unten. Die Sicherheitsvorkehrungen im Lager sind hoch. Ich grüße euch auch. Flirten ihr schon wieder? Ich kann euch zu diesem Moff bringen. Verfolgt ihr mich etwa? Wenn dem so wäre, wärt ihr schon längst tot. Ich habe mich über die Zellen hier informiert. Sie setzen ein 2-Mann-Wachteam als Vorsichtsmaßnahme gegen Korruption ein. Da kommt keiner von uns alleine rein. Kennt ihr einen Weg nach drin? Im Ernst, warum seid ihr hier? Warum sollte ich euch vertrauen? Hat das etwas mit diesem Moff-Tyrak zu tun? Ein Mitglied meines Clans wird hier gefangen gehalten. Ich werde ihn befreien. Jede Patrouille hat einen Zugangscode für 1 von 2 Terminals, mit denen man in das Gefängnis kommt. Wir müssen beide aktivieren, um den Zellenblock zu öffnen. Okay. Ihr schaltet die Patrouillen hier aus und schnappt euch ihren Code. Ich besorge den anderen und treffe euch beim Terminal. Okay. Du musst aber jetzt nicht wieder in deine Kiste da rein oder deine Tür. Ihr wird dann gleich sterben. Oh fuck. Mal ganz kurz, bis der Tarnscan da weg ist. Hä? Der war doch weg! Die Dinger waren noch weg, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Die waren weg. So, dich muss ich besiegen. Keinem von uns wird das ziemlich wehtun. Ja, und bei ihm hier. Ihm wird das ziemlich wehtun. Zack, her damit. Was war jetzt mal daran? Da muss wahrscheinlich dann das andere Ding rein gleich. Ich habe die Codes. Jetzt müssen wir sie simultan in beide Terminals eingeben. Wenn wir drin sind, treffen wir uns bei Zelle 665. Mein Clanbruder ist dort. Helft mir, ihn zu befreien, dann helfe ich euch bei was auch immer ihr braucht.
Erzählt mir mehr von euch. Flirten, alles klar. Ihr sagt besser die Wahrheit. Ich streite nie mit einer Frau, die weiß, was sie will. Seit wann? Beeilt euch. Der Code wechselt oft. Darf ich auch mit rein? Ja, na ja, klar. So, komm schnell rein hier, bevor die Tür wieder zugeht. Triff Akavi bei Zelle 665. Der Bereich sieht irgendwie fast genau gleich aus. Zelle 665. Bist du das hier? Ah, da ist Akavi. Wer seid ihr, alter Mann? Was ist mit dem Mandalorianer, der in dieser Zelle sein soll? Was? Der wurde doch heute Morgen hingerichtet. Hingerichtet? Tut mir leid. Was hat er gemacht? Gleich explodiert sie. Das Imperium mochte ihn wohl nicht, was? Er hat ehrenvoll gelebt und sie haben ihn wie einen Hund getötet. Ihr könnt tun, was ihr tun müsst, das bin ich euch schuldig. Aber wenn ihr hier jemanden rausholen wollt, sollte derjenige besser in 5 Minuten hier verschwunden sein. Weil ich diesen Ort hier zerstören werde. Finde Nomenbrock. Ich kann helfen. Oh Gott. Was will ich jetzt machen? Nomenbrock, wo bist du? Wo ist Nomenbrock? Da ist er nicht. Da hinten. Zwei einfach. Da. Lasst uns von hier verschwinden. Hier geht gleich alles hoch. Was? Ihr habt meine Felddisruptoren mitgebracht? Gebt mir 2 Sekunden und ich verspreche euch, so hat sich noch niemand bei euch bedankt. Wie ging das denn jetzt bitte? Wie seid ihr hier reingekommen? Woher wusstet ihr überhaupt, dass ich hier bin? Wurde's gesagt. Hat Sexer euch geschickt? Ha, ich schwöre, dieser Druide ist der beste Freund, den ich habe. Ich helfe gern, das ist aber etwas schräg. Wir haben nicht viel Zeit. Ab und zu tue ich gern das Richtige. Das macht mich unberechenbar. Gut, jeder nimmt einen davon und fängt an, Käfige aufzubrechen. Befreit so viele, wie ihr könnt, und ich kümmere mich darum, dass alle sicher zur Basis gelangen. Oh Gott, Hilfe. Sagt Bescheid, sobald ihr irgendwo einen Unterschlupf gefunden habt. Das ist nur ein Evakuierungsaufzug. Hier, erstmal soll ich dir noch befreien. Lang lebe der Widerstand! Lang lebe der Widerstand, genau. Aber das ist natürlich noch mit. Ja. Ihr habt mir das Leben gerettet. Sie wollten mich morgen hinrichten. Ja, danke. Bitte, brauchst du nicht bedanken. Mach ich doch gerne. Brauch nur die Kohle. Lang lebe der Widerstand. Ja. Lebe der Widerstand so lang leben. Ja. Also, du bist mal das dann, dann störst du mich nicht gleich. Überhaupt immer. Ich schieb irgendwie mal hinterher. So, du bist jetzt auch noch befreit. So. Ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt müssen wir den Notfallaufzug hier nutzen. Wo ist der? Na, wahrscheinlich oben. Kann ich das nicht sagen. Da oben ist er. Notfall-Evakuierungsaufzug. Was ist das da für eine Tür? Eine Nichtstür. So. Und da hier? Oh fuck. Oh, das war knapp. Oh fuck. Hoffentlich sind die gerade auch wieder weggefahren. Boah. Geil. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Was sind wir jetzt? Schädigt der Aufzugsteuerung. Okay. Ach, hier sind wir wieder. Also im Prinzip so gut wie wieder draußen. Wo ist das hin? Ach, da hinten. Da brauche ich mich doch lieber mal dahin. Ein bisschen Zeit nicht ist ja noch so in der Folge. Wir sind immer noch nicht Stufe 41. Seltsam. 39k kriegen wir hier für die Quest. So, da.
Frieder Militärfabrik. Ich glaube, da war sogar direkt ein Taxipunkt. Wo ist denn jetzt hier der Gleiter da? Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Da unten. Gehe ich mal nach da. Passen Sie auf sich auf. Du sagst mir das Spiel vor, also mache ich es einfach mal. Ganz dreist. Auf der Seite ist hier übrigens ein Kraftfeld, aber ich glaube, hier ist auch nochmal ein Datacron gewesen. Oh Gott, ich weiß aber gar nicht, wo genau. Ach genau, da muss man da über dieses Rohr laufen. Dann halt den Weg folgen und dann ist man eigentlich schon da. Soll ich das nochmal zeigen irgendwann? Aber nicht jetzt. Ich bin hier eh schon dran vorbeigeflogen. Wieder Militärfabrik. Den Punkt hinschreiten ist gleich auch noch frei, super. Wo ist denn hier Druida Militärfabrik? Nicht so schlimm, wie es aussieht. Dann gehen wir mal direkt dahin, porten wir uns direkt mal hin. Kann ich einfach direkt zum Nummernblock gehen? Druida Militärfabrik. Auf jeden Fall ist, glaube ich, auch ein Taxipunkt. Ich glaube, da war auch ein Taxipunkt. Druida Militärfabrik, so habt ihr es gerade gesehen. Rein hier. Fahrschuss natürlich. Oh, guck mal, da kommt er sogar gerade. Ihr wird dann gleich sterben. Ich sterbe überhaupt nicht. Kommt zu mir, wenn wir wieder auf dem Schiff sind. Ich muss euch einen Moment beanspruchen. So. Sicheres Holoterminal. Sieht aus wie ein... Captain, ich weiß zwar nicht, wen ihr beauftragt habt, das Wachlager zu manipulieren, aber der Ort wird wochenlang brennen. Wir haben die imperiale Kommunikation abgehört. Sie spielen verrückt. Sie haben zum ersten Mal wirklich Angst, dass wir gewinnen könnten. Sie sprechen davon, den Wolf zurückzuholen, um uns in Schach zu halten. Das ist eine gute Sache. Ist es eine gute Sache? Ihr seid ziemlich gut gelaunt. Habt ihr euch die Aktion angesehen? Die Entlausung war wohl nicht besonders traumatisch. Also Spaß hatten wir da sicher nicht. Aber ich werde den Anblick nie vergessen, als der ganze Ort in Flammen aufging. Ich auch nicht. Oh, also ich hatte die Möglichkeit, mir die Akten anzusehen, die ihr von Golden erhalten habt. Und ich habe tolle Neuigkeiten. Er ist an die Zugangscode zur Forschungsbasis gekommen, wo die Nebula-Lieferung gelagert wird. Wo ist sie? Ich traue Golden nicht. Gebt sie mir. Soll ich den Rest raten? Ich übermittle die Codes gerade. Normalerweise sind die Forschungsbasen des Imperiums voller Soldaten, wie Fliegen auf einem Misthaufen. Aber heute brauchen sie jeden freien Mann, um Subrik und das Wachlager zurückzuerobern. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen Angriff. So war mein Plan. Ich bin auf einem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe also einfach rein. Sobald ich weiß, wo der Spaß losgeht, bin ich dabei. Sie haben fast nur Droiden zur Verteidigung der Basis. Sie werden von ein paar unterschiedlichen Kommandoposten koordiniert. Wenn ihr Hackerstifte in den Terminals bei allen Posten anbringen könnt, müssten alle inneren Tore aufgehen. Ihr müsst nur noch an den Droiden vorbei. Ich kann gut mit Droiden. Ist das wirklich notwendig? Also, gehen wir es an. Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Na dann, los geht's. Los geht's. Und wenn ihr die Lieferung habt, denkt bitte an den Widerstand, ja? Wir könnten ein paar der Waffen gut gebrauchen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen necken. So. Jetzt haben wir eigentlich mal Stufe 41. Hä? Holo, bist du? Was ist denn die jetzt? Hä, was macht die denn da? Hä? Oh, Star Wars, du bist mal wieder so schön buggy. Aber wir haben eh keine neuen Skills. Star Wars, bist du mal wieder wunderschön buggy? Ich hab die nicht mal auf dem Fahrstuhl hier eingesetzt. Porten wir uns erstmal wieder nach oben. Sorry, musste sein. So. Gleiter rausgeholt und losgefahren. Natürlich fahre ich genau gegen den Gleiter. Ist klar. Wir sind im Let's Play, da muss so ein Scheiß passieren. Das Ding gibt's auf Imseite auch nicht, oder? Gibt's das auf Imseite? Was ist das? Gruppenphase. Und da ist gar nichts. Ich war auch irgendwo eine Heldenquest auf der Imp-Seite. Ich kenne mich aber nur auf Imp-Seite hier aus. Auf der Imp-Seite kenne ich mich hier null aus. Ich wusste ja nicht mal, wie das Startgebiet aussieht. Ah, das ist schon wieder so ein Scheißding, ey. Ihr wird dann gleich sterben. Das Dumme ist auch, wenn die Tarnerkennung weg ist. Der erkennt mich ja immer noch. Hab in der letzten Folge ja gesehen. War das letzte Folge? Ja. Nee, die Folge war das. Ich weiß nicht mal, welche Folge das ist.
diese Folge haben wir es ja gesehen. Nervt ja voll. So, das ist das nächste Teil, dann gehen wir nach da. Das ist unten oder oben? Die auch Tarnerkennungsteile? Hoffentlich nicht. Ja. Nicht so. So, mal gucken, wo ist das jetzt hier? Kommen wir von hier aus dahin? Ja, wissen wir. Yep. Oh fuck. Gut, dass das Ding eine relativ große Reichweite hat, so kann man sich hier schön da einstellen. So. Da unten, oh Gott. Da entlang, ne? Müsste es zumindest so sein. Erstmal sammeln wir noch mal ein bisschen Müll hier auf. 235 plündern. Bringt sogar hier noch 5 EP. Ist ja auch noch grün. So. Oh Gott, ich habe ja noch gar nicht weitergeplündert hier. Wohl, warte, ich mach mal anders. Ich glaube, wir können hier wieder weiterbauen. Ja, bin schon dabei, Captain. Kein Problem. Oh, komm, fahren wir einfach durch. Komm, Questlager. Da. Oh, komme ich irgendwie anders auch runter? Ah, warte, da kann ich runterfahren. So dumm. Schlucht. Ah, hier. Da geht's rein. Filmseite ist hier eigentlich auch nochmal eine Heldenquest gewesen. Diesmal ist hier nur ein normaler Bereich. Hier wird dann gleich sieht auch anders aus. So, wir hier sind wieder Tarnerkennungsteile. Dann raste ich aus. Ich würde sagen, hier beende ich aber erstmal mal die Folge. Die Folge sehe ich gerade, ist schon lang genug. Würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge und ihr ciao. Gleich sterben.